Herzlich willkommen zur finalen kleinen Special-Folge Battlefield 4 mit einem kleinen Fahrzeugklau. Gleich von Anfang an, sehr schön, dass das geklappt hat. Sehr schön. Also wie gesagt, letzte Folge natürlich. Letzte Folge aus diesem 4-Folgen-Special. Und da ich nicht weiß, ob ich jetzt noch an Weihnachten oder weiß ich was droppe, sage ich jetzt einfach mal trotzdem frohe Weihnachten und guten Rutsch. Oder hoffentlich seid ihr gut reingerutscht. Oder alles vielleicht auch frohe Ostern. Man weiß es ja nicht. Oh, nee, kriegen wir doch da hinten. Aber wir spielen auch gerade. Operation Mortar heißt die Map. Ja, genau, Operation Mortar. Das kann mich noch erinnern. Oh, kriegen wir noch. Ja, schön rumgezirkelt. Nice, nice, nice. Wir haben zwar jetzt die Flagge so ein bisschen verpasst, aber ist egal. Wir dümpeln jetzt hier ein bisschen mit dem Schnellpanzer durch die Gegend. Ja, komm. Fahren wir vielleicht sogar mal Richtung Dora nach hinten. Vielleicht schaffen wir das ja, weil die nehmen den Punkt immer recht früh ein und dann wandern sie ja Richtung Inselinneres. Insofern müssten wir den jetzt so ein bisschen entgegenfahren. Hoffe ich jedenfalls. Und da sehe ich doch schon... Oh, da oben. Komm. Ach, so richtig funktioniert das damit immer noch nicht. Dann wird es wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr. Oh, guck mal, der da hinten. Kann den wenigstens eine drücken. Hm, nein, ist egal. Jetzt werden wir hier hart attackiert. Das sieht mir nach luftmäßig Action aus. Stellen uns mal hier so ein bisschen dazwischen. Schießt der uns hier tatsächlich weiter? So eine Gemeinheit. Aber hier haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Deckung. Das sollte schon ausreichen. Und wir nehmen hier ganz geschmeidig den Punkt natürlich ein. Ist ja auch eine sehr feine Sache. Hey, Mensch, Gratis-Skills, danke, nur mehr davon. Aber da ist doch noch ein weiterer gewesen. Da waren noch zwei. Der ist doch sicher da drin. Okay, ich weiß zwar nicht, wie die Rakete geflogen ist. Ich lasse das Zielkreuz auch genau da, bis wir wieder schießen können. Ja, geil. Hat er sich nicht von der Stelle bewegt. Aber wir nehmen den Punkt ein. Und wir haben mittlerweile auch wieder ein bisschen Leben und regenerieren uns halt immer auch noch. Und das ist ja schon mal ganz schön. Und dann haben wir es. Dann fahren wir mal sogar vielleicht bis oben zum Gipfel. Können wir versuchen. Ist immer nicht so ein geiler Weg. Vor allen Dingen runter und so. Ne, das ist dann immer ein bisschen problematisch. Also hier sind die Tanks nicht vollends geil dabei. Ja, erwischt. Aber trotzdem, ich meine, wenn man den schon mal hat, jetzt können wir den natürlich auch nicht blöd in der Gegend stehen lassen. Aber an sich sind es hier wahrscheinlich die Luftsachen am geilsten, die Boote sind hier eigentlich ganz cool. Und dann halt als Infanterist natürlich auch. Jetzt, ich wollte hier doch gar nicht so weit runter, gehen wir mal in die Außenperspektive. Ich wollte hier doch nur den schnell noch retten. Aber hier hinten müssten wir eigentlich immer noch hochkommen. Ist zwar ein bisschen steiler, aber ey, das Ding hat doch PS. Das hat doch PS, wiegt natürlich auch super viel, aber das geht. Komm schon, kämpf. Junge, jetzt wird noch mal ein bisschen steiler. Aber müssen wir es wenigstens gleich haben. Ja, macht er alles. Sehr schön. Genau so will ich das sehen. Hier sind wir auch schon oben. Und? Nehmen wir den Punkt schon ein oder nicht? Nee. Hey, jetzt hängen wir hier. Was soll denn das? Jetzt sind wir drauf. Da hinten. Komm. Okay. Die Wand können wir da leider nicht wegsprengen. Schade eigentlich. Das hätte jetzt noch treffen müssen. Will er denn hier die Wand wegsprengen? Verstehe ich nicht. Ist doch keiner drin, aber gut. Lassen wir ihn. Vielleicht malt er mit dem C4 auch nur irgendwas Schönes an die Wand. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir eigentlich hinten noch runter. Ah, komm. Dann können wir da irgendwie runterspringen. Nee, können wir nicht. Jetzt haben wir hier schon irgendwas anderes beschossen. Den kriegen wir doch. Wenn nicht. Komm. Oh, ich glaube, wir werden hier so langsam aber sicher. Oh, der schmiert ab. Sehr schön. Auch wenn wir es nicht gewesen sind. Ist egal. Na gut, dann fahren wir mal hier einfach runter und nehmen den Punkt wenigstens dahin bei Dora einfach wieder ein. Das könnte, glaube ich, noch besser. Oh, nein. Dahinter ist er. So eine Gemeinheit. Ja, wir haben ihn noch. Sehr schön. Und jetzt müssen wir erstmal unseren Atzen heilen. Denn so geht das gar nicht. Außerdem ist unser Tank so gut wie im Arsch. Oh, der lädt ja immer noch. Aber der brennt. Das heißt, der muss gleich draufgehen. Ist okay. Wo wollen wir denn hin? Wir gehen zu Dora. Oh, Gott, ist einer. Ich kriegen wir auch noch. Die M4. Wir haben zuerst ein bisschen daneben geschossen. Aber die ist eigentlich eine ganz geile Sache. Ach, Mist. Wollen wir mal schauen, was er für ein gutes Equipment dabei hat. Hat aber nicht so hundertprozentig geklappt. Aber für die erste Runde, also ja doch, das erste Ding dieser Runde, war das eigentlich gar nicht so unerfolgreich. Natürlich auch alles ein bisschen Fahrzeug gesteuert. Aha, erwischt. Deswegen machen wir mal auch gleich mit der M4 weiter. Ja, aber mit dem vielleicht... Oh, jetzt ist er gerade schon kaputt gegangen. Ich wollte doch eigentlich dem noch ein bisschen was einschenken. Wir werden hart beschossen. Da oben sind sie. Erwischt. Und da ist noch einer. Den kriegen wir noch. erwischt. Sehr schön. Aber jetzt haben wir nicht mehr so viel Leben. Jetzt müssen wir uns kurz mal ein bisschen hochheilen. Na? Da hinten. Da ist das Ding ist aber leer. Da hat einer das Ding schön gestrandet. Da wurden wir. Auf nächste Nähe abgeschossen. Sehr schön. Die Diegel mit Schalldämpfer. Gefällt mir.
Da ist doch noch einer. Ja, wir werden geheilt. Schön, sehr geil. Komm, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch, kriegen wir nicht. Aber wir heilen ihn erstmal. Komm schon. Och nö, jetzt backt es wieder. Den haben wir noch, den haben wir noch. Jetzt können wir es vielleicht nochmal versuchen. Wo ist er? Da unten ist er, oder? Jetzt ist er nicht. Ach, ich hasse es, wenn das so backt. Schade, dass sie das irgendwie immer noch nicht wirklich mit rausgenommen haben. Aber gut, kann man nichts machen. Versuchen wir uns mal ein bisschen hier als Bordschütze. Warum denn nicht? Ich glaube, der fliegt auch nach oben drauf. Der ist nämlich aus unserem Squad und ich habe oben den Punkt markiert. Das läuft, das läuft. Übrigens natürlich auch hier zum Abschluss des Ganzen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die hier mitgemacht haben und nachgejoint sind und weiß ich was alles. Kriegen wir doch noch einen, kriegen wir noch einen und den kriegen wir auch noch. Ja, super, alle weggefegt. Denn es hat wirklich selbst bei der ersten Test-Session, die ich wie gesagt komplett weggeschmissen hatte, selbst da hat es keine 5 Minuten gedauert und da waren sind sofort wieder Leute nachgejoint und haben mit mir zusammengezockt, haben mich unterstützt und so. Das ist schon alles ziemlich geil und sagen wir mal so, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich wirklich ein Special mache oder Special-Folgen mache. Ja. Aber als das passiert ist, war mir wieder klar, ja doch, das machst du definitiv, das lohnt sich. Das haben die Leute auf jeden Fall verdient, dass du dich nochmal hinsetzt und ein, zwei Nachmittage dir da die Arbeit machst. Zumindest zu Weihnachten natürlich. Okay, komm, komm, ey, fahr doch nicht weg, ich will dich doch reparieren. Aber okay, aber ist okay, dann halt nicht. Und den kriegen wir doch noch, ja, den haben wir. Na gut, gehen wir mal schön nach oben. Da schießt einer mit der mittelalterlichen Kanone, oder? Das ist noch schon. Obwohl, die sieht eigentlich schon recht mittelalterlich noch aus. Zu spätes Mittelalter natürlich. Sind hier. Ist doch sonst immer. Ich höre sie auch schon snippen. Ah, da drin sind sie. Ja? Kann ich noch einen rausfischen? Ja, da haben wir einen rausgefischt. Oh, da müssen wir gleich nochmal reinschauen. Aber wir brauchen dafür eine andere Waffe. Am besten eine automatische. Ja, das geht schon eher. Sollen wir noch kurz nachladen? Oder vielleicht so ein kleines Raketchen. Oh, und da wurden wir gleich fürs geplante Noob-Tum bestraft. Oh, der hat 3 Leute gekillt. Übrigens, 3 Leute mit einem Schuss. Mit der guten aufgesammelten Snipper. Der wird sich freuen. Na, so werden auch Geschenke verteilt. Aber gut, wo wollen wir hingehen? Ich glaube sogar gar nicht erstmal nur nach oben. Das ist mir nämlich ein bisschen zu weit weg. Versuchen wir es erstmal hier nach unten. Wir lassen aber den Befehl noch für oben draußen, für die Burg. Denn man darf ja nicht vergessen, die Leute müssen sich auch ein bisschen drauf einstellen und deswegen lassen wir so lieber die große Agenda stehen, nämlich oben bis auf die Festung rauf. Ja gut, man darf ja nämlich auch nicht vergessen, ja, fällt mir mal gerade noch so ein, dass bei Battlefield 4 ja natürlich auch der Squad-Leader ja noch eine ganz andere Bedeutung hat als bei Battlefield 1, denn man macht hier ja durch dieses Squad-Leading sozusagen auch eine Menge Extra-Punkte. Deswegen, ach, wenigstens noch Hilfe zählt als Kill. Ja, deswegen ist hier auch immer noch so ein gewisser anderer Run auf den Squad-Leader. Ich finde es deutlich besser bei Battlefield 1, dass es dort einfach die Punkte, die durch Squad-Play praktisch extra rauskommen, dass die auch jeder bekommt. Das ist so viel besser. Weil dann weiß man, wenn ja jetzt jemand die ganze Zeit irgendwie versucht, die Squad-Leader-Position, ach, schade, zu bekommen, dann will er durchaus was an dem Squad-Play auch verbessern und nicht einfach nur extra Punkte einheizen. Das ist immer schön. Und hat mich hier Ewigkeiten auch gestört, dass sie es so einseitig gemacht haben. Denn hier gab es immer wieder diesen Run, dass die Leute dich permanent zugespammt haben. Hier, Befehl, Befehl, Befehl. Nur um dann irgendwann das selber zu werden. Und dann, ja. Ist halt, war keine schöne Geschichte. Und es war auch super unnötig, weil ich weiß nicht. Sowas bringt irgendwie Unruhe mit rein und muss nicht sein. Na gut, versuchen wir oben schnell nochmal zum Schluss jetzt hier den kleinen Punkt noch mit einzunehmen. Oh, das sind sie schon. Nein, die sehen uns. Sie müssen einen Alternativweg nehmen. Wir müssen ja immer von der Richtung auskommen, mit der sie am wenigsten rechnen. Wir können natürlich auch unten lang gehen, durch diese schicken Höhlen oder was das doch immer sein soll. Aber wir kommen so langsam, ich sehe es an den Tickets zum Ende. Schade eigentlich, die letzte Runde war sehr ausgeglichen. Ich hatte gehofft, dass es diese Runde auch noch sein wird, aber naja, so kann man sich auch täuschen. Also nicht vergessen, das hier ist die letzte Folge Battlefield 4. Hiernach geht's nicht weiter und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es noch viele Leute irgendwie begeistert hat, dass ich mich hier so ein bisschen noch die Mühe gemacht habe, da noch so ein kleines Weihnachtsgeschenk, / Neujahrsgeschenk doch irgendwie reinzufügen. Nee, ich glaube, das war's uns nicht. Können wir hier unten noch ein bisschen. Komm, da können wir. Oh nein, können wir nicht. Selbst das gönnen sie uns hier nicht mehr. Naja, gut. Ist egal, es hat mir auf jeden Fall echt wieder Spaß gemacht. So ist es nicht, aber es bleibt trotzdem beendet. Es ist wirklich nur ein kleines Special gewesen. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es dann Battlefield 1 oder was ihr auch immer ganz gerne sehen wollt bei uns. Vielen Dank fürs Mitmachen, vor allen Dingen auch an die Community, die mich hierbei unterstützt hat im Squadplay und weiß ich was, allem drum und dran. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.